mein Name ist Ela und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe einen Rossmann Heul. Ja, ich musste zum Rossmann. Wobei ich jetzt hier noch zwei Sachen habe, die ich jedes Mal bei einem Action Heul vergessen habe, in die Kamera zu zeigen. Und ich die doch gerne mal verräumen wollte und jetzt hier nicht mehr weiter bei mir in meinem Zimmer liegen haben möchte. Sind zum einen, ich hole mal das große Teil jetzt hierher. Tada, Toilettenpapier. Toilettenpapier habe ich mir letztens irgendwann mal im Action mitgeholt. Und ja, ich habe mit den ganzen Action-Rollen, habe ich dann gezeigt, aber das Toilettenpapier, ich hab's vergessen. Ich habe gedacht, so, jetzt packst du das einfach mit in Rossmann-Roll. Ja, 2,99 €. Ich habe es hinten draufgeschrieben. Und ebenfalls, also Toilettenpapier hatte ich schon mal. Ist nicht so der Burner, aber ja, für den Preis nehme ich es gerne mit. Wollte ich aber jetzt auch mal einmal die Haushaltsrollen probieren. Die kosten 1,79 €. Und hier sind jetzt vier Rollen drin und die haben 51 Blatt und sind dreilagig. Ja, genau. Wollte ich doch mal einmal testen. Ja, weil Küchenrollen ist mir das. Mir das egal, wobei ich bei Küchenrollen eigentlich immer gerne die mit dem Halbblatt nehme, weil ich häufig gar nicht so ein ganzes Blatt brauche, immer nur so ein bisschen und ja, nehme ich eigentlich lieber die mit dem Halbblatt. So, ja, womit mache ich denn weiter? Ja, wie ihr im Thumbnail wahrscheinlich schon gesehen habt, habe ich erstmal ja, Sachen für die Erkältung reingetan. Wir sind im Moment alle laufend erkältet, krank, ja. Da durften zum einen Arwet Taschentücher mit. Die sind jetzt vierlagig, super weich und reißfest. Ne? Sind die recycelten. Hier sind 100 Tücher drin. Ja, durfte mit. Die Boxen waren leer. Dann ebenfalls, was ja schön und gut fürs Immunsystem ist, was ich aber auch so gerne trinke, ist einmal der Ingwer-Shot mit Kurkuma. Ich mag ja lieber den von DM. Aber ja, ich war ja jetzt beim Rossmann und nicht beim DM. Da habe ich dann mir den mitgenommen. Und neu habe ich jetzt, steht auch neu drauf, entdeckt den klassischen Ingwer-Shot. Genau, von Enerbio. Wie gesagt, der andere ist mit Kurkuma und dieses ist wahrscheinlich rein Ingwer. Setze ich auch so ein bisschen ab. Also ich habe mich nämlich eben, habe ich nämlich noch gedacht, wieso ist denn der so klar? Also jetzt sitzt hier oben wieder milchig, aber der, es war vorhin so abgesetzt, es war so klar. Ach ja, stimmt, du hast ja einen anderen mitgenommen, einen neuen. Ja, genau. Durfte mit. Dann, was ebenfalls für die Erkältung, habe ich Husten- und Bronchialtee mitgenommen, hustenlösend und lindernd. Da sind 12 Stück drin von Alta Pharma. Durfte mit. Dann der Immuntee, Kräutertee mit Ingwer- und Zitronengeschmack, mit Zink und Vitamin C. Ebenfalls 12 Stück drin, auch von Alta Pharma. Durfte auch einmal mit. Dann auch schon aufgemacht, der Erkältungstee, Fiebersenkend und Schmerzlindernd. Hier sind auch 12 Stück drin, auch von Alta Pharma. Durfte ebenfalls mit. Dann, wir sind ja mit Tees noch nicht fertig, der Honigsalbei. Durfte auch mit, von King's Crow. So wie, hier ist eigentlich so ein Dauerbrenner bei uns, der von King's Crow, der Fenchel, Anis, Kümmeltee. Genau, den habe ich eigentlich immer irgendwie im Haus. Und irgendjemand hat immer mal Bauchschmerzen. Ja, Erkältung, weiter. Was habe ich denn da noch? Da habe ich einmal den Erkältungsbalsam N. Ab 2 Jahren. Inhalation ab 6 Jahren. Von Alta Pharma, genau. Der durfte einmal mit. Genau, da muss man ja gucken, ne? Irgendwie, was war doch da mal?
Ja, also auf jeden Fall ist dieser schon ab 2 Jahren schon geeignet. Weil irgendwas war ja mit, ich weiß noch, da war irgendwas, als meiner noch klein war, konnte ich nicht jedes Erkältungsbalsam nehmen, weil da ja irgendwas drin ist, was sonst auf die Atemwege geht, meine ich. Ich weiß auch nicht mehr genau, das ist schon so viele Jahre her. Dann von Abtei habe ich einmal nasenfrei abschwellendes Spray geholt. Befreit und befeuchtet, ohne Gewöhneffekt, befreit die Nase und erleichtert das Atmen. Klinisch geprüft, 140 Sprühstöße. Das durfte einmal mit. Und wenn man sich ja viel die Nase putzt, wird die ja irgendwann trocken, rau und rissig und tut weh. Da habe ich mal so eine Nasenheilsalbe mitgenommen. Genau. Ne? Die ist dann ja auch nie weg. Genau. So, das war das. Dann, wo mache ich denn jetzt weiter? Haushalt. Haushalt. Ein Besen, beziehungsweise das Unterteil von einem Besen. Dieses jetzt mit Rosshaar. Das wollte ich jetzt für im Haus benutzen. Genau, ich habe nämlich noch einen anderen, das ist Kunststoff, der ist für die Garage. Ja, genau. Und dieser ist jetzt Natur mit Rosshaar und das Holz ist Ahornholz. Genau. Ne, und besteht 100% aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Genau. Na. Jo. Durfte mit. Dann bleibe ich nochmal beim Haushalt. Hatte ich ja zwar letztens auch noch geholt, aber hatte ich ja auch gesagt. Ne? Also das sind so Dinge, die Füße kriegen. Handfeger und Dreckschippe. Habe ich beim Bossmann mir auch nochmal besorgt. Durfte auch nochmal mit. So, dann bin ich immer noch beim Haushalt. Ja, gehört mit zum Haushalt. Da habe ich aus der Ideenwelt mir eine Steckdosenleiste mit Kippschalter besorgt. Genau. Die möchte ich mir nämlich hier hin tun. Ich habe hier nämlich nur eine einfache Steckdose und ja. Ja, dass ich die dann zwischendurch. Na, hallo. Hallo. Ist jetzt schon länger unscharf. Was wollte ich sagen? Dass ich die dann einfach umschalten kann und ja, dass dann so wie die USBs, ja, diese Stecker, wo USB drin ist und sowas, dann eben halt keinen Strom mehr ziehen. Jetzt muss ich nur gucken, mein Laptop ist da auch mit dran. Der möchte gerne immer Strom haben. Der ist mir schon so alt, der ist in die Jahre gekommen. Der möchte geliebt werden. Der braucht auch lange, lange, bis er dann, wenn er wirklich richtig aus ist, bis der hochgefahren ist. Also da geht dann bestimmt schon mal eine halbe Stunde. Ja, bestimmt ins Land, bis man dann vielleicht mal nachfragen kann, magst du mal ins Internet gehen oder magst du Word öffnen oder wie auch immer irgendein Programm öffnen? Darfst du mal nachfragen? Ja, sagt er dann vielleicht. Vielleicht. Und ist er so im Standby, dann dauert es so ja, 10 Minuten mit Sicherheit. Also es wird irgendwann mal echt Zeit. Aber der ist auch schon, ja, dann habe ich den schon 15 Jahre bestimmt. Also er ist schon in die Jahre gekommen. Ja. Ist schon ein Senior. Habt ihr auch so alte Laptops? Ja, meiner ist auf jeden Fall schon so alt. So, ja, wie gesagt, ne? Steckdosenleiste. Das hatte ich letztens irgendwo anders nämlich gesehen, was beim Aldi, Lidl oder sowas. Da hatten die nämlich auch ein mit Kipp-Ding. Aber da sind nicht alle ausgegangen. Da habe ich noch gedacht, boah, toll, was hast du dir denn beim Rossmann gekauft? Wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt für deinen Laptop gewesen. Naja, egal. Jetzt habe ich mir den geholt. Der hat dann. Dieses Kabel ist 1,45 Meter lang. Der hat dann drei von diesen dicken und sechs von den dünnen Dinger. Genau.
weil man sich so lange über Dopper unterhalten kann. Ah ja, egal. Ich habe ja auch von meinem Laptop gesprochen. Dann, wenn wir schon beim Strom sind, da habe ich ein Ladekabel und Datenkabel USB-C auf USB-C nachgekauft. Ja, wir haben nämlich einen Ladestecker, der eben halt dieses braucht, und das Kabel, was dabei war, das ist jetzt defekt und das muss ausgetauscht werden. Genau. Sonst können wir alle nämlich nicht unsere Handys laden. Ja, dann ist auch schon in Verwendung. Ist nämlich leer. Slip-Einlagen habe ich auch gekauft, die waren mir nämlich ausgegangen. Ja, da musste ich dann hier schon mal plündern. Das sind jetzt, ich habe mir die eigentlich nur genommen, weil die schwarz sind. Ich wollte mal wieder schwarze Slip-Einlagen holen. Aber diese sind jetzt eben halt die flexiblen. Ja, brauche ich nicht. Aber wie gesagt, ich wollte mir die schwarzen, ich wollte einfach mal wieder schwarze haben. Und da habe ich ja festgestellt, eigentlich sieht ganz nett aus, fällt nicht direkt auf. Aber ja, muss auch nicht unbedingt sein. So, das lasse ich mal hier liegen. Okay, der fliegt schon weg. Lasse ich nämlich dann hier liegen. Da geht gleich direkt in die Schublade für mein Aufgebraucht. Ja. So, dann ebenfalls aus der Ideenwelt habe ich mir hier so ein für Vogelfutter so ein Ding geholt. Das fand ich ganz schön. Das kann man in Baum hängen oder an so einem, wie heißen die? Hirtenstäbe, glaube ich, heißen die, ne? Hirtenstäbe. Genau, hier in Stäbe heißen die. Kann man sich das dann so dranhängen oder wo auch immer, wo man so Sachen aufhängen kann, bei sich auf Garten, Terrasse, Balkon. Ja, den fand ich ganz schön. Hier oben, das ist, also ist jetzt nicht irgendwie irgendwas, wenn es mal runterfällt, dass es direkt kaputt geht. Das ist jetzt irgendwie ein Kunststoff oder ein Harz oder irgendwie sowas. Na, jetzt gucke ich mal. Ah, hier oben. Hier oben kann man das dann aufdrehen. Machen wir doch mal eben. Dann gucken wir noch mal. Ja, jetzt hat es. Ja, dann kann man das so abziehen. Genau, und so sieht das dann da von innen aus. Ja, dieses ist wahrscheinlich dafür da, dass man sich das nicht verbiegt. Weil erst habe ich gedacht, da kann man ja dann ne, Meisenknödel dranhängen. Dann habe ich mir gedacht, wie kommen die Vögel dann da dran? Nee, es ist wahrscheinlich einfach nur dafür da, dass, ja, wenn man mal ein bisschen zu fest anfasst, dass man sich das nicht verbiegt. Genau, ja, so sieht es dann hier von innen aus. Da oben wieder durchgefriemelt. So, genau. Na, ja, und dann wieder zugedreht. Ne, ja, finde ich ganz schön. Ja, ich, mein Sohn, als er noch mal im Kindergarten irgendwann war, hatte der mir auch so ein ich glaube, das haben die zum Muttertag. Der Muttertag, ja doch, kann wohl sein zum Muttertag. Oder was, zu Weihnachten. Haben die auf jeden Fall ja auch so Dinger gebastelt aus so einem umgedrehten, wie nennen sich die denn? Diese Töpfe, diese Terrakotta-Töpfe. Diese Terrakotta, diese Umtöpfe. Nicht Umtöpfe, sondern diese Blumentöpfe, die mit dem Loch unten drin. Genau, wurde das schön angemalt und dann hatten sie da eine Kordel durchgemacht und eben halt so einen selbstgemachten Meisenknödel. Fand ich auch ganz schön. Haben wir auch noch. Aber der ist für unsere Bäumchen, die wir da haben, ein bisschen zu schwer. Das hängt so durch. Dieses ist jetzt ein bisschen leichter. Und ja, genau. Ja. Bei dem von meinem Sohn, den könnte ich ja sonst an den Hirtenstab hängen. Da könnte das ja auch. Und dieses geht in den Baum. Ja, genau. Futtersäule nennt sich das. Okay. So, ja, dann wird es jetzt auch ein bisschen interessant. So, Buch. Machen wir das mal hier rüber. Da habe ich als erstes, fangen wir hiermit an, ein Deo, ein Parfüm-Deo. Ist neu, Floral Romantik. Intensiver florales Dufterlebnis ohne Aluminium. Genau. Das durfte einmal mit. Ne, ich habe glaube ich noch nicht dran gerochen. Oder doch, das ging ja zu leicht. Ja doch, das so. Der Duft. Ne, jetzt.
jetzt ist es anders. Aber so gerade, jetzt hat sich es ein bisschen verflogen, aber gerade habe ich gedacht, das riecht wie das von Balea, das rosane, was wie La Vie Belle riechen sollte. Na, jetzt riecht es ein bisschen anders. Ja, aber schön. Oh, könnte neuer Liebling mit werden. Genau, das stelle ich mal darüber. Dann habe ich mir von Isana, also Beauty-Konzentrate, Vitamin C, so Ampullen geholt, so eine Dreierpack. Genau, da hatte ich nämlich schon Angst. Jetzt da klappt, hatte mich so, dass ich das wohl heile mit nach Hause kriege. Ja, die Kassiererin war da auch so unlieb mit. Ja, egal. Das. Dann habe ich mir von Isana diesen Pace 6 geholt. Weil der hatte mich jetzt so von der Optik her an meinen Venus erinnert. Und das sieht hier hinten auch so ähnlich aus wie bei dem Venus. Und da habe ich gedacht, ob ich das mal gucke, ob die gleich sind. Weil die Rasierklingen von dem Venus sind ja echt teuer. Aber ich liebe ihn. Ich kriege den noch nicht ersetzt. Na, gucken wir mal einmal rein. Und ansonsten wird er aufgebraucht, bis ja, also wie gesagt, also ich möchte jetzt nicht den Rasierer von der anderen Seite zeigen. Sieht auch schon ähnlich aus. Ah, nee. Doch nicht. Da der Griff ist dann, also nicht der Griff, aber das Stecksystem sieht doch anders aus. Ne? Weil ich hatte nämlich noch gedacht, wenn das nämlich hier so rausguckte. Also es passte so auf dem Bild, das ist doch ein bisschen ähnlich. Weil wenn ich hier hochdrücke, ist nämlich da auch so ein Nippelchen. Hier ist so ein Nippelchen und wenn ich den hochdrücke, hat der links und rechts auch so Dinger. Ja. Ne, schade. Aber hätte ja sein können, aber egal. Hier mit dem, ne, hier oben mit Metall, sieht schon wohl hochwertig aus, ne? Also das hat der, dieses hier, das scheint Metall zu sein, ja. Oder? Doch, sieht schon hochwertig aus. Das hat der Venus jetzt so nicht, der ist nämlich das Kunststoff. Ne? Da. Ja, egal. So, packe ich mir wieder dran und dann geht das Ding wieder ins Badezimmer. Oder, na komm, die Klingel ist schon ein bisschen älter, die schmeiße ich mir weg. Und der wird getestet. Der geht jetzt ins Badezimmer. Weil der ist auch ein bisschen klobiger hier unten, aber egal. Ja, ist da noch so eine Aufhängung mit drin? Ne, halt durch, in meine wird der wahrscheinlich nicht reinpassen. Also da passt der so gerade durch und ja, der dann wohl nicht. Da muss der mal halt irgendwo liegen. Genau, also hier ist dann auch noch eine Klinge mit bei. Ja, schmeiß weg. Ja, die Packung ist leer. Genau, also wie gesagt, den packe ich mir dann mal ins Badezimmer. Und der geht nochmal hier so lange in die Schublade und wartet auf seinen ersten Auftritt. Zack. So. Ja, was habe ich denn noch gekauft? Ich habe noch mehr gekauft. Das geht jetzt um dekorative Kosmetik. Ich habe davon Rivale Loop. Das ging jetzt aus dem Sortiment. Ein Pore Filler Base. Genau, so ein Ding. Ja, so sieht das aus. Und jetzt sehe ich gerade, da war jemand mit den Griffels drin. Ah, und das sah noch so neu im Geschäft aus. Naja. Ja, desinfiziere ich mir. Das ist
Ja, wie so eine Creme. Na, also ja, ist ja auch eine Base, eine Pore. Ist jetzt nicht aus der Tube. Mattiert schön. Ja, seht ihr wahrscheinlich nichts. Nur ich sehe das so jetzt gegen das Licht. Ja, nö. Sonst vergesse ich es nachher. Wo habe ich es denn? Da. Ja, Desinfektionsmittel. Gut ist die Sache. So, und dann lasse ich das jetzt hier erstmal trocknen. So, aber ich habe ja noch mehr. Ich habe. Was habe ich denn noch? Es war in der App. Ja, wenn man einen Primer und ein Serum zusammenkauft, gab es, ich weiß nicht, wie viel Prozent oder irgendwas umsonst, oder ich weiß es nicht mehr. Und da habe ich mich auf jeden Fall für den Rival, also es ging um Rival Loves Me, um den Primer Matte and Poreless mit Hyaluron und Reisstärke einmal entschieden. Und, na, bist du davon noch rein? Und den Vitamin and Glow Serum Kick für jeden Hauttypen. Und für den einmal entschieden. So. Dann ist es neu, ist es eine LE? Ich weiß es nicht. Na, bei dem einen steht es drauf. Von Essence. Die Lash Like a Boss. Die hier einmal durfte mit. Die ist Instant Volume and Length. Die ist wasserfest. Die durfte mit. Und ebenfalls von. Ach ne. Von Essence, von Catrice. Deswegen suchte er mich gerade. Hä? Diese ist von Catrice. Die Boost Up Volume and Lash Boost Mascara. Genau. White Lash Complex. Die Orangene. Die durfte auch einmal mit. Dann war, glaube ich, die Like a Boss ist, glaube ich, eine LE. Und diese ist jetzt neu ins Sortiment. Ach, ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung, ich kann es jetzt nicht mehr sagen. Aber ich meine, Like the Boss ist meine LE gewesen. Ne? Da ist doch noch eine Mascara und ein Serum mit dabei gewesen. Ja. Und das letzte, das habe ich mir sogar schon mit Kuli angemalt, ist von Rival de Loop, die With Pleasure Eyeshadow Palette. Da haben wir. Ich brauche schon mal wieder was zum Öffnen, weil die sind ja schön zugeklebt. Da haben wir so manch. Ich habe jetzt matt, nein, nicht die matten, sondern die anderen. Die Schimmer, genau, nicht die Glitter, aber die Schimmer, Farben. Da haben mich so ein paar angesprochen. Ich gehe mal einmal hier in die mit den grünen Flakes einmal rein. Die einmal. Jetzt wirkt das gar nicht so, das ist wie so ein Duochrom. Also die hat dann. Ja, die ist dann so ja, bräunlich und dann hat die da noch so ja, eben halt so einen grünlichen Eintouch noch mit drin. Und die, das ist dann so ein, so ein Beere. Ganz schön.
Der sieht auch so. Ja, der hat auch so einen blauen Stich mit drin. Sagen gerade so im Dings sah das danach aus. Den fand ich ganz schön. Ach ja, eigentlich. Ach, die will mir alle irgendwie so diese Glitzerdinger, ne? Aber was man dann so sieht, die Fändchen sind schon recht klein. Und schon angeschmackt. Naja. Ja. Ja, da bin ich mal gespannt drauf. Ich mache mir mal eben die Finger sauber, weil da bin ich jetzt im Geschäft, im Tester gar nicht drin gewesen. Sind dann schon die mit den gröberen Partikeln da drin, mit dem gröberen Schimmer. Mal gucken, so, dass die Finger wieder trocken sind. Oh, die bröseln. Oh, die bröseln. Oh, die bröseln. Ja, so. Die sind, ne, bist du scharf? Die sehen so einmal aus. Und da sind sie einmal geswatcht. Also da muss man, ich weiß nicht, sieht man das? Ne, sieht man glaube ich gar nicht. Also da war ich eigentlich nur ganz vorsichtig einmal drin und ja, da steht es dann schon hoch. Guck. Da, sehe ich das? Jetzt, warte. Ich muss mal mein Gesicht wegmachen. Sonst fokussiert der nur das Gesicht. Seht ihr das? Dass das da auch schon so ein bisschen hoch steht. Also ich war da nur ganz eben gar nicht fester gedrückt drin. Ja, und auch hier auf meiner Hand. Da steht es auch noch ab. Ja, egal. Aber die Farbe, sieht aber schön aus. So als Topper so oben drauf. Ja, ich guck mal. Die geht ja irgendwann, geht die bei mir mit. Als Schminki. Oh. Okay. Also den Glitzer habe ich mir nur verteilt. Egal. So. Und das, was sind wir da noch? Das war mein Rossmann-Haul. Okay. Bisschen chaotisch irgendwie heute. Ja, das ist jetzt auch fast weggetrocknet. Ja, gehe ich gleich mal mit dem Kosmetiktuch nochmal eben einmal, macht das richtig trocken. Die 30 Sekunden sind um. Ja, gut. So, sollte dir mein Video gefallen haben, auch wenn es ein bisschen chaotisch war, über einen Daumen nach oben, einen netten Kommentar und ein Abo. Und gerade diejenigen, die doch immer wieder auf meinen Kanal kommen und mich doch noch nicht abonniert haben, ihr dürft es gerne tun. Es kostet euch nichts und. Ihr unterstützt mich einfach damit. Okay, wir sehen uns. Ciao.